Habe die Ehre, Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, das Recht, seine Meinung in Wort und Schrift und Bild frei zu äußern, ohne eine Zensur zu befürchten zu müssen, ist ein Grundrecht des liberalen Rechtsstaates und in Artikel 5 des Grundgesetzes verbrieft. Konkret muss dieses Grundrecht richtigerweise als Meinungsäußerungsfreiheit bezeichnet werden. Sie dürfen zwar alles sagen, auch in anderen Ländern, aber nicht ungestraft ist mittlerweile ein geflügeltes Wort. Damit sind aber nicht die Schranken der Strafgesetze gemeint, hören Sie doch zu, sondern unbequeme Meinungen, die nicht dem Zeitgeist entsprechen und damit der Bestrafung durch den Mainstream unterliegen. Es werden politisch nicht korrekte Inhalte bestraft, nicht nur medial, sondern gesellschaftlich, beruflich und sozial. Die Verbannung von Stammtisch ist dann noch das harmloseste Mittel, um jemanden für seine Meinung abzustrafen. Eine Allensbach-Umfrage aus dem Jahre 2019 zur Folge haben 2/3 der deutschen Bevölkerung das Gefühl, ihre Meinung nicht mehr frei äußern zu können. Rede- und Auftrittsverbote für Prominente aus Politik und Kultur, Schauspieler werden aus Filmen, Gedichte von Hauswänden, Autoren aus Verlagsprogrammen und Autorinnen aus Debütantinnen-Salons entfernt. Die Schauspieler, die mit ihrer satirischen Aktion alles dicht machen, auf die schwierige Situation von Künstlern in den Corona-Lockdown hinweisen wollten, haben das leidvoll erfahren müssen. Satire darf alles, ja von wegen. Einige sind aufgrund des Drucks der Meinungsmacher schon zurückgerudert und haben den Gang nach Canossa angetreten, um keine beruflichen Nachteile zu erleiden. Dass CSU-Politiker nicht mit Satire umgehen können, das wissen wir alle, das habe ich auch persönlich schon in diesem Hause von oberster Stelle erfahren müssen. Die Freiheit der Andersdenkenden ist nur da, wenn sie auch stattfindet, und zwar nicht nur in den Sonntagsreden. Die gesinnungsethische Empörungskultur verschafft sich in der Öffentlichkeit immer mehr Raum. Die sogenannte Cancel Culture, was Streich- oder Abbruchkultur bedeutet und als Aufruf zur Ächtung der Boykottierung von Menschen dient, die sich vermeintlich politisch nicht korrekt verhalten, die diskriminierende Aussagen getroffen oder Handlungen ausgeführt haben sollen, ist ebenfalls gängige Praxis. Das Problem ist dadurch auch nicht betroffen, abgeschreckt werden und die Angst vor Repressalien lieber schweigen. Diese Intoleranz führt zur Selbstzensur und wirkt wie eine Einschränkung der Meinungsfreiheit und führt im Ergebnis dazu, dass eine offene Debatte eben nicht mehr stattfindet. Vor allem in den öffentlich-rechtlichen Medien ist von einem Sieg der Gesinnung über die rationale Urteilsfähigkeit zu sprechen. Das Mittel des Weglassens unbequemer Meinungen und Fakten ist im Prinzip des journalistischen Handels der Leitmedien geworden. Das Sturmgeschütz der Demokratie, der Spiegel, wie er einst genannt wurde, fällt nur noch durch Friendly Fire auf und beschädigt so die liberale Demokratie in ihren Kern. Wenn wir weiterhin eine offene, kritische Gesellschaft wollen, in der auch unbequeme Meinungen Platz haben, sollten wir schleunigst gegensteuern und das Recht, ungestraft seine Meinung zu sagen, schützen. Es darf doch nicht sein, dass Medien oder die Regierung bestimmen, in welchem Korridor sich Meinungen bewegen dürfen. Etwa indem jeder, der nicht die richtige Sprache spricht, gleich verdächtigt werde, ein Rassist oder Sexist oder Nazi zu sein. Auch Medien müssen akzeptieren, dass sie nicht immer das letzte Wort haben und es kein Grundrecht auf alleinige Betroffenheit und einen Rundumschutz vor Kritik haben. Es ist unsere Aufgabe, zu einer offenen und pluralistischen Debatte zu kommen. Ich bin der Meinung, wir sollten auch hier im Landtag, inklusive Landtagspräsidentin, mit gutem Beispiel vorangehen und den offenen Diskurs auf Augenhöhe, der unsere Demokratie ausmacht, auch zulassen. Danke.